Achso, übrigens, ich wollte euch schon mal vorwarnen, ich werde langsam müde. Das heißt, meine Konzentration. Boah. Ja, der Josh ist lange nicht mehr umgefallen. Ne? Wie ich gerade eben ja sagen wollte, der Andi hat bei WhatsApp geschrieben, ja, er hatte schon lange keinen Unfall mehr. Also Unfall mit M. Ja, aber Unfall in Anführungszeichen, weil es ja kein Unfall ist, wenn du umfällst. Ja, klar ist das ein Unfall. Unfall geschrieben, nicht das Unfall. Unfall geschrieben. Ja. Ja, Autokorrektur. Nee, oder das war schon richtig. War schon richtig. Keine Ahnung. War schon also richtig. Das sollte doch, so war richtig schon lesen richtig. Und so. War schon richtig. Das war ja, schon richtig. Geht nicht. So. Ich habe bei der Arbeit das nur eben überflogen. Genauso die, wie die Geschichte. Der hat doch keine geflogen. Zeit auf der Arbeit da jetzt noch zu gucken. Boah, so. Der Julian hat doch keine Zeit. Nee. Ja, wir haben doch keine Zeit, ja. Auch zum Übersteuern ist immer Zeit. Mhm. Ich hab doch nicht übersteuert. Doch. Nein. Doch. Ja. Nein. Ich schwör, hab ich auf Aufnahme, ey. Ja, richtig. Ja, mach ich jetzt. Kannst du dir in all unseren Videos anschauen? Nee. Warte mal. Nee, die gucke ich nicht von euch, nee. Macht der grundsätzlich nicht. Was ist, wenn ich jetzt das hier ein bisschen runterschraube? Ist das dann immer noch so schlimm? Nein, jetzt bist du extrem leise. Ja. Lass mal bitte wie vorher und spiel jetzt nur nicht schreien. Ja, spiel nicht rum da. Mach's wieder wie vorher, bitte. So, jetzt ist wieder wie vorher. Deswegen musst du jetzt nicht deine Hardware erschlagen. Ja. Ja, ich musste mit der. Gib dich selbst eine Kopfnuss. Sehr schön. Julian, Steinberg soll eine recht gute Hardware haben. Hab ich gehört. Ist richtig, kostet aber auch Geld. Es ist ja bald Weihnachten. Ja, nee. Was kostet denn kein Geld? Es ist ja auch Wohnung. Es ist ja auch Wohnung, aha. Es ist Wohnung, ist voll die Gründungssperre. Ja, es ist Wohnung. Wohnung hat Vorrang vor Steinberg. Achso. Also ich würde auch gerne in einem Steinberg wohnen. Ja. Boah. Ist cool. Ist Klima und so. Ich cool. Und ich habe schon... Josh, ich habe schon gedacht, Chakoti macht schlimmere. Also Klima da ist voll cool in so einem Steinberg. Das glaube ich aber auch gerade im Sommer. Es ist voll... Ja. Also das ist schön schnuckelig kalt. Oh, Andi. Was denn? Ja, warum bremst du? Ja, ich wollte auf euch warten. Ja. Bin ich denn jetzt wieder wie vorher oder bin ich zu leise? Sag mir denn nicht. Was treibt ihr da vorne? Ja, ich bin ja nur in euren Aufnahmen zu leise, in meiner Passe. Ich bin auf der Mittelspur. Da kann ich rüber. Alter, jetzt, was macht ihr denn bitte? Aber... Nee, ob ich rüber kann, ob ich bei dir... Der eine fährt in der Mitte, der nächste fährt links, der nächste fährt wieder rechts. Ja, ich fahr's ganz rechts rüber, wie, oh, oder doch nicht. Wie man das in Deutschland sieht. Ich hab's ja gesagt, du kannst probieren. Ja, also ich hab ja den längeren Auflieger. Ich hab den längeren. Aber Julian. Ja. Hab ich schon erwähnt, dass der Josh heute noch gar nicht umgefallen ist? Ja, also dann heute tu doch was dafür. Ich kann das nicht. Ich kann keine Leute umschmeißen. Nee, kannst du nicht. Du kannst dich nur selber umschmeißen, ja. Ja, durch andere Leute. Ach, ist er so umwerfend? Ja, ich bin so umwerfend. Jetzt ist er Josh geflogen. Leckt auch ganz schön. Was, ich lecke? Ja, du leckst ganz schön. Also L-A-G-G. Ich schwör, ich hab auf Video, ich hab 23 Sekunden Ping, Millisekunden Ping. 23 Sekunden Ping, Alter, Vater, geh mal zu deinem Anbieter. So schlimm hab ja selbst ich nicht. Nur Multimedia. So, ich probier mal auf die. Warte mal, soll ich. Wieso bist du so schnell, obwohl du einen Auflieger hast? Weil ich Scania fahre. Weil und? Wegen maximale Geschwindigkeit und so. Und Tempomat. Ja, weil und viel besser und so. Und zu Renault mit ich 20 Volvo. PS oder Volvo. Ne, okay, Volvo hat 750. Jetzt musst du nur schauen, weil wir hier nach Hannover raus müssen, oder? Andi? Hm? Nach Hannover raus. Aber hier ist erstmal eine, also da steht Hannover drüber, über der Kreuzung. Du musst nach Hannover. Du musst nach Hannover. Nee, wir müssen geradeaus. Also, ich habe mir einen Hannover-Wegpunkt gesetzt und ich müsste hier raus. Ich muss aber geradeaus. Okay, dann fahren wir geradeaus. Aber guck bitte beim Navi nochmal nach. Nicht, dass du jetzt gleich sagst, oh nee. Was war das denn? Ich weiß es nicht. Ich wollte mal gucken, ob der Josh umfällt. Nee, so umwerfen warst du denn doch noch nicht. Schade. Ich hab hier so ein. Jetzt müssen wir hier raus, oder? Seht mal, genau, so ein Scania. Herbert, zwar in Hannover eigentlich ist schon so vorbei. Gold. Kannst du das? Das ist jetzt nicht wahr. Sind die bescheuert? Ey, du Spacken, du! So, ich guck jetzt mal auf die Karte. Ich nutze die Gunst der Stunde und schau mal auf die Karte.
Leute, ihr seid hier nicht in England. Schiebt eure Ärsche auf die andere Seite. So, wo müssen wir denn hin? Vielleicht zum Steinbruch, weiter oder? Weiter geradeaus eigentlich. Musst du zum Steinbruch, Andi? Wahrscheinlich. Ich muss weiter geradeaus. Also ich setze meinen Wegpunkt zum Steinbruch. Ey, so ein Arsch mit Ohren hat doch die Welt nicht mehr gesehen. Kann man das Schild umwerfen? Nein. Ja, das Schild umwerfen. Ich hab das mal umgeworfen. Ja, es ist umgeworfen. Party. I was caring. Ach, this is very good English. But do not care on the Autobahn. Kann ich rüber? Ja, natürlich. Do not care on Brettert an mir vorbei. Autobahn. Josh, du driftest immer weiter nach rechts ab. Ich schreibe in Chat. Ja, lass den Chat. Ich habe den deaktiviert. Ich sehe es gerade. Do not care on the Autobahn. Ja. Ich habe den Chat deaktiviert. Ich habe sowas nicht. Hierbei geschrieben hat I was care und so. Guck mal, die drängen sich gegenseitig ab. Die kehren gar nichts auf der Autobahn, die kebbeln sich auf der Autobahn, die rammen sich die ganze Zeit hier. Guck dir den an! Wie weit müssen wir denn noch geradeaus, Andi? Ja, er zeigt mir immer weiter an geradeaus. er ist gekickt worden. Report him. Ja, er ist schon weg. Er ist schon weg. Also, ich habe mir meinen Wegpunkt zum Steinbruch gesetzt, hier müssen wir uns auch noch geradeaus. Wir müssen immer geradeaus fahren. Immer weiter geradeaus. Forever. Zu welchem Steinbruch hast du das denn gemacht? Forever geradeaus. Timbuktu, oder? Ne, eigentlich in Hannover, also sehr, sehr östlich von Achtung, Hannover. Achtung, Fotografierapparat. Also, ich brauche ein Passfoto. Carsten? Was ist? Das deutsche Timbuktu ist Buxtehude. Ist in der Tat so. Ja, ist ja dann auch nicht weit weg, ne? Nee. Eben. In Buxtehude. So, jetzt hier runter, Andi, oder wie? Ja. Nach dem Telefonierapparat. Ja, nach dem Telefonierapparat. Fotografierapparat hier. Richtung Hannover. Hier. Nach der Baustelle, warte mal. Nein, man hört schön. Nicht, dass irgendwie das Mikrofon heute ein bisschen rumspackt bei dir. Das knistert nein. Immer so schön. Ich weiß nicht, was damit ist. Weil knister. Ja, das ist ja spontan heute mit dem Teamspeak, da kann ich nichts tun. Ja, genau, spontaner Teamspeak. Und der Teamspeak ist schuld, weil das bei uns ja irgendwie auch bei allen irgendwie... Das ist so spontan, dass ich Julian schon vorgewarnt habe heute Mittag. Du hast mich gefragt, ob ich da mitmache, Kollege. Ja gut, ich wurde auch erst spontan heute Mittag... Ich hab nur gefragt, was du davon hältst. ...angestupst. Ach so, ich dachte, ich soll da mitbezahlen. Nein, nein, brauchst du nicht, um Gottes Willen. Oh, können wir aber machen, das, ey. Nein! Können wir uns doch teilen. aber du zahlst mir Auflieger, ey, wenn kaputt willst, ist. Du willst doch nur die Administration für dich selbst. Au! Hey! Sag mal! Was hältst du denn? Du willst doch nur die Administration für dich selbst haben, du. Ja, Pisser. Sicherlich. Warum hältst du jetzt an? Ja, weil ich geguckt habe, was ihr Bongos da hinten teilt. Weil er es nicht mehr aushält. Ich brauche eine Werkstatt. Ja, siehste, warum rammst du denn? Da haben wir jetzt leider keinen in dem Bereich von Hannover, das ist das Problem. Aber Hannover hat eine Werkstatt. Ja, aber ach, wir sind nicht überholt. In Hannover. Wobei doch, hier rechts geht's, zum Steinbruch rein. Ey, guck doch, wann du rüberfährst. Wo müssen wir denn jetzt hin? Rechts? Ich glaube, da vorne rechts. Ja, ihr solltet eigentlich. Mich vielleicht mal oder? Vorfahren. Ja, Steinbruch. Ich fahr jetzt mal dran vorbei hier, das ist mir. Rechts, Steinbruch, oder? Rechts, Steinbruch. Andi, rechts. Rechts, Andi. Da hört man dann wieder das Knistern auf den Rädern. Ja. Jo! Das war ein Ja. Das sieht Alter, aber Hammer aus. So habe ich Carsten ja noch nie lachen gehört. Ey, was ist denn? Juhu. Oh nee, ne? Andi, deine Reifen drehen sich noch. Also, ich würde mal sagen, wir haben eine Werkstatt in der Nähe. Wir könnten auch nach Magdeburg. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir nach Magdeburg kommen. Andi, wie bist du von da hinter das. Wie bist du von da hinter das Schild gekommen? Hinter meiner Kabine liegt ein Schild. Ja. Schön. Wie bist du von da hinter das Schild gekommen, Alter? Ich sollte mal rausfahren, da will nämlich jemand vorbei. Ich glaube, das ist ein Zuschauer, der verfolgt uns nämlich die ganze Zeit. Ja, dann fahrt ihr mal am besten zum Steinbruch, ich komm wieder. Ja. Ich okay. Komm wieder, keine ich Frage. Heute wieder. Ist nicht alle Tage. Wer? Ich mich nochmal ein. Der Josh hat nur gesagt, an dir rechts, ich habe nur reagiert, das war alles. Ja, ich habe nämlich gedacht, dass da der Stein... Also ich kann mir vorstellen, dass das hier ist. 12, ja, das war ja auch oder? Richtig. Wir sind bei 12, Andi. Bei 12, ne? Also ich habe ja die 2 hinten nicht, bei mir ist es ja eine 1. Boah, ist das ein cooler... Ja, und jetzt hört man wieder die Reifensounds, wenn du in die Außenansicht gehst. Nee, ich höre bei dir mehr Knacken im Moment. Achtung, da kommt einer entgegen. Jetzt aber voll das geile dynamische Thumbnail! Fuck! Was macht ihr? Ich wollte ein Thumbnail machen!
Dynamisches Thumbnail, ja. Josh, do not fotografier while driving. Genau. But I do not take my handy, because I just taking... Ah, ich fahre, Kollege! Du machst es schlimmer, du steigst aus dem Truck aus und fotografierst während der Rolle. Bis wo fährst du denn? Natürlich! Du bist nach ganz unten. Warum? Weil da die Frachten stehen. Ja, ich fahr ja mal. Because the Frachts are very unten und so. Wow, da kommt einer angerollt. Come down, ja. Hambumbatsch. Haben wir schon gesagt, wo wir hinfahren? Wir fahren nämlich nach Ungarn heute. Nach Perixit oder so. Nach Perix fahren wir. Ist das, nämlich, cool? Das ist nämlich... Ich wollte mal was Produktives beitragen. Das ist nämlich eine der neuen Städte. Zur Gaming-Maus. Die in der 1.19 neu dazugekommen sind. Ja, eine der neuen Städte, da sind zwei dazugekommen. Kostet. Ehm, das ist eine von zwei. Ja, eine von two. Zwei. Weißt du was? Eine von zwei sind die Hälfte. Eine ein von Zweitel, zwei. Ein Zweitel. Ja, ein Zweitel ist das. Also ein 1/2. Ja, ja. Wir können alle hier Motor ausmachen. Wie die Stadt jetzt nochmal? Sehr reset? Nee, wie hieß denn das Ding? Was suchst denn du? Ja, wo wir hinfahren? Also. Szeged. 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 Zwar nach Pospet. Och, jetzt hier jede Ampel rot. Ich krieg weißt du, was du mit einer Eiche machst? Ich zersäget. Oh Gott. Muss ich dir das verstehen? Ja, wegen Szeged, dem Stadtnamen. Ich zersäget. Also ich hab auch noch einen. Die letzten Meter fahren wir auf der M5. Da steht echt M5. Die Autobahn heißt M5. Ja. Ich hab gedacht, wir sind nicht in Winsenburg. Wo oh, ist denn, oh Gott. Wer muss denn wohin jetzt? Oh, Szeged, Szeged und Szeged. Wien. Wien ist direkt auf dem Weg. Das heißt, ich bin erst da. Ja. Wo musst ja, du denn hin nach Wien? Wo musst du nur hin? Da können wir mal einen Wegpunkt setzen. Ich muss Euro nach Bumsfallerer. Euro-Goodies, Stoker, Seal, Plan, E-Agress. Nee, warte. Mach hinne. Schnauzer. Ja, ich mach kann schneller. Nee, er beeilt euch. Nach Sellplan. Sellplan. Sellplan, okay. Da haben wir da mal einen Wegpunkt hingesetzt. Also zu Neoplan muss ich hin. Genau. Gut, habe ich einen Wegpunkt hingesetzt, ne? Da kann ich ja schon mal weiterfahren. Ey, guck mal, da fehlt mir meine Leiste, verdammte Scheiße. Na. Deine Leiste fehlt dir? Ja, ich habe. Ist es nicht irgendein Körperteil? Ja, dachte ich auch gerade. Die ist abgefallen. Wenn die so einfach abfallen kann, würde ich mal zum Arzt gehen. So, ich leg mich jetzt mal hinten hier beim LKW hier hinten so eine schöne Schlafposition, da lege ich mich mal hin. Also natürlich macht das später Josh. Dann. Ja, das mit dem Hub ist eine gute Idee. Josh, mach uns doch mal einen guten Vorschlag für The Line. Einen guten Vorschlag inwiefern? Kommentiert Map. Mal produktiv oder so. Ach, Map. Haben wir was? Spandau. Geht, ne? Genau, fahrt mal, das ist bei meinen Zuschauern wunderbar angekommen, fahrt mal wieder eine Runde Berlin-Spandau, weil bei mir kam in der Kommentar, Josh, du fährst in letzter Zeit immer voll die scheiß Maps und so, fahr mal was Normales und dann ich so, O305 auf Spandau, Linie 92, so, bam, habe ich drei Folgen lang durchgezogen und danach kam, glaube ich, irgendwie auch nochmal was ganz Normales. Wobei, ja. Ich glaube... Und D-Abos. Ja, und Dis-Abos heißt das. Nein, die Haterwelle kam ja woanders, das war ja nicht Spandau. Warum fährst du immer ein Stück vor? Damit ich nicht gekickt werde. Ich blockiere dich. Könnte ich vielleicht auch mal tun. Warte mal, Carsten, guter Vorschlag. In einer No-Collision-Zone kannst du mich blockieren. Du bist wirklich nicht mehr in deiner höchsten Konzentration, ey. Also ein Busvorschlag... Hat er wieder Red Bull bei sich? Ja, nee. Ich glaube ja. Also ein Busvorschlag könnte ich euch machen. Ja, was denn? Jetzt ist von iTram der neue Gräf und Stift Gemeinschaftsbus rausgekommen. Da gibt es so 1000 Versionen davon, wie der GSÜH, sondern nur so irgendwie in neu und mehrere Versionen und so. Den finde ich cool. Du meinst, das ist weil Wien in zwei Tagen Bus. Rauskommt? Weil was? Wien in zwei Tagen rauskommt? Nein, weil einfach, weil der Bus cool ist. Also da gab es da mal den GSÜH 240 von iTram. Den kennen wir. Und da kam jetzt quasi vom gleichen Ersteller, kamen viele verschiedene Busse raus. Quasi so eine... Ja, Serie in der Art. Ist das denn auch neuere Modelle dabei oder sind das alles eher ältere also Modelle? Die sind, also sind generell ältere Modelle, aber neuere als der GSÜH zum Beispiel. Mhm. Und Manley, unsere Lieblingsmap, ist auch in der Version 2 erschienen. Welche? Die Männlich. Tolle,
hier die unsere Linkslenker-Map, die nicht funktioniert hat. Ist das nicht die Englischlehrer-Pedobär-Map gewesen? Es ist die Pedobär-Map gewesen. Und der Ersteller hat mich, der Ersteller hat mich sogar mal angeschrieben und hat gemeint, wir sollen nicht so böse über seine Map reden. Echt jetzt? Ja, auf weißt Englisch. Der kann auch noch Deutsch, der Ersteller. Nee, er hat Englisch geschrieben. Und ich habe vor meine Englisch-Skills rausgelassen. Und dann hast du drunter geschrieben, I don't understand you. Genau. Nee. So in this area. Du hättest schreiben müssen, Pedobär heißt bei uns Kompliment. So eine Art.